So, hallo liebe Freunde auf meinem Kanal Einoges 160. Ich begrüße euch recht herzlich mal wieder zu einem neuen Clip. Heute mal was ganz anderes. Ich bin heute nach England gefahren und mit einer Klassenfahrt. Ich bin vom Beruf Busfahrer. Das mache ich noch nebenbei zu dem Modell. Und ja, ich bin hier in Eastbourne. Das ist in Sussex. Nähe von Brighton, wenn euch das was sagt. Ja, zwischen Hastings und Brighton so circa. Und ja, ich begleite euch oder begleite dieses hier mal mit einer Klassenfahrt. Und morgen geht es dann in die Stadt rein, nach Eastbourne. Am Mittwoch werden wir dann nach London fahren und am Donnerstag nach Brighton und am Freitag wieder zurück nach Deutschland. Ich hoffe, euch gefällt mal dieser kleine Einblick nach England. Wer da noch nicht war, wird sich sicherlich dafür interessieren. Macht das Beste draus. Entweder ihr guckt es euch an oder schaltet einfach weg. Ja, ansonsten sage ich dann schon mal bis morgen. Wenn ich dann in Eastbourne bin, wir werden einige Drehorte von Harry Potter besuchen. Das wird dann auf Beachy Head sein. Da wurde zum Beispiel das Quidditch Game aufgenommen oder die Übergabe des Portschlüssels wurde da gefilmt. Und das werden wir morgen sehen. Ansonsten werde ich auch noch versuchen, auf den Pier zu gehen, ein bisschen was von der Innenstadt zu filmen, je nachdem, wie gut das Wetter ist. Ja. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei dem folgenden Clip. Mal schauen, wie lang der wird, wie viel wir da zusammenkriegen. Ich werde auch noch ein paar Fotos nebenbei noch da einfügen von vorherigen Ausflügen nach Eastbourne. Ja, dann sage ich mal bis später. Ciao, ciao. Ja, so, und es gibt natürlich zwei verschiedene Arten, um auf die Insel zu kommen. Das ist einmal mit der Fähre und jetzt hier mal als Beispiel mal mit dem Zug. Hier fährt schon der Eurotunnel-Shuttle-Zug in den Bahnhof ein. Der ist ziemlich lang und da geht einiges rein. Da fahren Busse und PKWs mit. LKWs fahren auch schon mal damit, aber die sind auf offenen Wagen. PKWs, die sind dann da zweistöckig drin. Der erste Teil war dann für Busse, Karawans und so weiter, Wohnmobile. So, und dann geht es dann auch für uns die Fahrt weiter. Da fahren wir dann in die, auf die Rampe runter. Vorher kriegt man natürlich im Check-in den zugewiesenen Bahnsteig. Und dann geht jetzt, kommen wir jetzt zu unserem Zug. Ja, links steht da schon bereit. Und da haben wir auch schon das erste Loch da hinten, wo es so dunkel ist. Wie gesagt, die PKW-Waggons fahren dann hier links im Loch auf der Seite raus und wieder rein. Und hier so ein Teleskop-Schiebedach hier links. Dann werden einfach nur Klappen umgeklappt. Da sind auch die Toiletten drin hier in dem ersten Wagen tatsächlich. Ja, und jetzt muss ich hier einmal halb über den Waggon fahren, bis die Hinterachse drauf ist auf dem Bus. Einlenken. Ja, und dann einmal bis nach da hinten hindurchfahren, wo es da hinten so hell ist. Hier ist der erste Waggon. Und dann fahren wir jetzt schon gleich über den Übergang zum zweiten Waggon. Die sind getrennt mit Türen und Jalousien. Aber da kann man dann von Waggon zu Waggon laufen. Hier sind sie aufgeklappt, die Türen. Und dann geht es erstmal weiter.
wenn man dann am ersten Wagen angekommen ist. Hinten ist schon die Jalousie runtergegangen, der Waggon ist hinten zugegangen. Die Türen sind auch schon zu. Da ist schon jemand auf der linken Seite, der weist uns ein. Ja, und das war's dann. Die ganze Prozedur dauert 45 Minuten mit jetzt stehen bleiben und nachher wieder losfahren. Irgendwas 44, 45 Minuten. Kriegt man gerade so eine Pause hin. Ja, und das war's dann auch schon. So, und wenn man aufs Klo will, muss man dann natürlich von Waggon zu Waggon gehen. Entweder wenn man in der Mitte ist, bis ganz nach vorne hin oder bis ganz nach hinten. Und dann ist es so auch. Ja, hier links und rechts sieht man schon die Klappen, die Ausfahrt ist. Hier links und rechts, das sind auch die Wände, sind Teleskopwände, die werden nach hinten hin geschoben. Nach vorn hin sozusagen. Ja, hier ist die Tür zur Toilette hinten. Das ist ein kleiner Wartebereich hier vorne. Kann man sich hinsetzen und ja, hier kann man nochmal rausgucken. Da sieht man schon eine Lok von dem Zug. Und hier seht ihr, wie so ein Teleskop-Schiebedach zugeht. Und das ist nachher auch unsere Ausfahrt in unserem Zug. Ja, und das war's dann schon. Ja, auf der anderen Seite in Folkestone kommt man dann an. Wartet man dann, bis die Tore wieder aufgehen. Hier ist so eine Jalousie. Die geht gleich hoch. Ja, und wenn er gleich oben ist, man sieht noch, wie die Kabine sich da hinten noch öffnet. So. Jalousie ist oben. Und dann klappen jetzt auch noch irgendwann die Türen zur Seite, links und rechts. Ja. Und dann noch die Rampen hier auf der rechten Seite gleich. Da werden noch Radkeile weggelegt, die unterm Bus waren, damit Waggons, damit Autos und Busse nicht hin und her rollen, wenn da eine Handbremse nicht angezogen ist oder so. Jo, und dann können wir losfahren. Aber wenn man Pech hat, fährt man mit 43, 44 Minuten Pause los. Das heißt also Pause wieder im Arsch sozusagen. Und dann darf man nochmal die Pause hinterher schieben von 45 Minuten. Ja, zumindest eine halbe Stunde. Ja, da sieht man nochmal den Eingang zur Toilette hin, wo wir vorhin durchgegangen sind. Ja, und das für den ganzen Zug. Und dann geht es dann hier auf englischer Seite weiter. Die Rampe hoch. Und dann nur noch durch das Areal, durch das Terminal und dann ab sofort auf die Autobahn. Und hier ist man auch schon auf der linken Seite von der Autobahn im Linksverkehr praktisch. Da kann man nichts falsch machen, die Straßenseite wechseln oder so. Das geht ganz von alleine hier. Ja, jetzt schlängelt sich das noch durch und der Rest ist uninteressant. Und dann gibt es gleich noch zur Fähre hin, wie wir auf die Fähre fahren. Ja, wenn man dann im Hafen ist, die französischen Zoll durchwandert hat, der liest dann jeden Reisepass aus, wenn man, egal ob 50 oder 80 Fahrgäste, dann kommt man schon zum britischen Zoll, da muss man dann alle aussteigen, mit Koffer alle, wenn man 80 Leute hat, 80 Koffer raus, ab durch den Zoll und wieder Ausweise vorlegen und dann wieder 80 Koffer wieder einladen in den Bus. Ja, beim Doppelstock macht das riesen Spaß. Ja, vorher kriegt man noch
die Lane zugewiesen, wo man hinfahren muss, damit man auch die richtige Fähre bekommt. Ja, und dann geht's hier erstmal auf die Fähre drauf. Hier sind wir mal mit P&O gefahren. Da geht ordentlich was drauf. Ist eine der neueren Bauarten. Sind noch nicht so ganz so alt. Ja, vielleicht 6-7 Jahre maximal. Und dann geht es hier auf die obere Rampe. Das ist das Deck 5. Und unter uns fahren noch gleichzeitig die LKWs alle rein. Ja. Da muss man aufpassen, dass man mit dem Heck nicht aufsetzt. So wie er hier. Ja, da sieht man schon ein paar Spuren hier vorne. Da muss man dann auch aufpassen und den Bus mal hochliften. Links und rechts können auch noch Autos drauf, je nach Verkehrsaufkommen. Ja, das ist ein großes Tor hier. Und dann geht es dann rein. Da vorne ist der Hafenmeister. Und die sagen mir dann, wohin, nach links oder nach rechts, damit so eine Fähre auch gleichmäßig beladen wird. In Hochsaison ist hier fast der ganze Raum voll mit Busse. Ja, da muss man dann, ja, wegen der EU-Außengrenze, ja, wahrscheinlich schon 2 Stunden vorher im Hafen sein, vielleicht sogar 3 Stunden, damit man überhaupt die Fähre mitbekommt, jetzt mit der ganzen Prozedur. Ja. Und das war's dann. Dann geht's dann nur noch links die Treppe hoch. Und ab nach oben hin auf die Decks. Das sind 2 Decks mit Restaurants, Souvenirshop und so weiter. So, und dann sieht man auch solche Kuriositäten auf der Fähre, wenn man Glück hat. Ja, es ist schon ganz witzig, sowas können auch nur die Engländer einfallen. So, hier war der Fahrerbereich zum Essen und zum Ausruhen für die LKW und Busfahrer. Und dann geht es jetzt mal nach unten hin. Hier ist das gelbe Lichtband, ist das die Yellow Stairs, damit man auch sein Bus oder sein Auto schnell wiederfindet. Gibt es hier 3 Farbgruppen, gelb, rot und blau. Und wir fahren vorhin auf den roten Treppen, wo der Bus stand. So, und dann geht es hier mal durch das eine der oberen Decks. Ja, Toiletten reichlich vorhanden. Und dann kann man sich hier sitzen, hier hinsetzen, ja, sich entspannen, was auch immer. Und ja, wo geht es jetzt hin? Jetzt geht es, glaube ich, im Außenbereich. Und da kann man dann die Abfahrt von außen bewundern. Ja, ist viel los auf der Fähre, obwohl hier noch gar nichts los ist. Ja, wenn richtig Hochsaison ist, dann kriegst du hier kein Bein auf der Erde. Ja, und dann sind wir auch schon unterwegs tatsächlich. Vorher habe ich noch ein bisschen gegessen. Und so sieht der Ärmelkanal aus. Viel Verkehr hier, man sieht viele, viele Schiffe am Horizont. Die zweitfrequentierteste Seefahrtsroute auf der Welt. Am meisten Schiffsverkehr ist, das ist unten in Asien. Und da hinten sieht man noch Calais, Frankreich. Ja, und dann gehen wir mal hinten über die Promenade sozusagen. Und dann kann man da die Gangway sehen. Hier rechts dieser Tunnel. Da geht man durch, wenn man zu Fuß die Fähre verlässt oder betritt. Da sieht man schon ein paar LKWs. Das heißt, die Fähre, die muss nachher drehen, damit die Fähre, damit die LKWs hinten rausfahren können. Ja. Soweit dazu. Da ist vielleicht noch ein kleiner Familienbereich für Kinder, damit die nicht rumrennen, und dann geht es wieder rein ins Schiff. Das ist die Pet Lounge, ja, für Haustiere, wenn man Hunde hat oder so, damit man die anderen Fahrgäste nicht stört, kann man dann da runter gehen.
Ja, und dann ist hier links ist noch ein Bankbereich, da kann man noch Geld wechseln, seine Urlaubskasse nochmal einlösen und in Euro oder im Pfund umwandeln. Ja, das ist der Laden hier, da gibt es Alkohol ohne Ende, Süßigkeiten, Souvenirs kann man da kaufen. Und ja, vor allem Parfüm, man riecht es auch schon, ja, kommt einem die ganze Nase entgegen. Ja, da gibt es hier noch Automaten, da kann man eventuell noch sein Handy aufladen. Grab and go, ja, hier kann man was nehmen, fertig abgepacktes, heißes Essen hier, Bakery, da ist eine kleine Bäckerei, da gibt es Backwaren, ein bisschen nicht so üppig wie bei uns in Deutschland, sondern eher so ein bisschen spartanisch. So, und da ist dann auch schon der Bezahlbereich und dann hat man auch dann hinten eine super Aussicht nach vorne hin. Hier nochmal von da oben. Da sieht man noch mal Dover auf der anderen Seite. Ja, sehr verschwommen. Ja, und dann sehen wir uns gleich in Eastbourne wieder. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen aus Eastbourne. Ich zeige euch mal heute so ein bisschen die Stadt. Hier hinter mir im Hintergrund ist das Hotel, wo ich heute Nacht übernachtet habe. Und jetzt mache ich mal eine andere Sicht. Und da ist direkt aufs Hotel, aufs Meer. Das ist der Ärmelkanal hier. Auf der anderen Seite ist direkt Frankreich. Und das ist die Pier. Die werden wir nachher noch ein bisschen näher sehen. Die ist aus dem viktorianischer Zeit. Und die älteste Pier mit an der Südküste hier von England. Ja, das ist ein kleiner Einblick schon mal von Eastbourne und da zeige ich naja später mehr. So, ja, jetzt probiere ich es mal mit einem Mikrofon hier. Wie süß, egal. Und dann werde ich mal einen kleinen Rundgang hier über durch Eastbourne machen. Ich werde mal hier am Bahnhof anfangen. Für die Eisenbahnfreunde unter uns ist ja immer ganz interessant, was so für Züge in England fahren.
und dann gehen wir mal so ein bisschen durch die Stadt und dann hoch zur Pier und ja, dann ist das auch erstmal zu Ende für das, was ich so vorhabe. Danach mache ich eine Towntour mit der Gruppe und dann geht es dann hoch nach BJ Head unter anderem. Da werden wir noch eine schöne Aussicht über den Ärmelkanal haben, übers Land, über die Drehorte von Harry Potter. Und ja, mal schauen, wo uns die Reise so hinführt heute. Ich wünsche uns schon mal viel Spaß, genießt die Tour und danke, dass ihr mich dabei begleiten wollt. Ja, so, hier sind wir erstmal mitten im Zentrum. Die renovierte Altstadt, ja, Altstadt ist es nicht, das renovierte Zentrum hier, alles neu gepflastert. Hier ist übrigens die Eastbourne Station, der Bahnhof von Eastbourne. Da gehen wir mal rein. Ist übrigens der meistfrequentierteste Bahnhof von Großbritannien. Da sind die meisten Zugbewegungen noch mehr als in London Victoria Station. Wer hätte das gedacht? Und dann gibt es dann auch einen Bahnübergang in Hampton Park. Der ist 45 Minuten in der Stunde geschlossen. Also mit Unterbrechung natürlich. Ja, und hier geht es wieder raus. Das sind die Fußgängerampeln. So sehen die aus. Wait für warten. Mehr nicht. Und auch auf dem Boden steht Look Right. Guckt nach rechts, denn von rechts kommt der Verkehr und nicht von links. Ist ja Linksverkehr. Ja, da kommt schon ein Auto und dann steht da Walk. Und da kannst du laufen. Ja, hier gehen wir mal rüber. Geradeaus ist die neue Bushaltestelle. Sonst war die links in der Fußgängerzone. Ja, jetzt in diesem Fall geradeaus vor uns waren die alten Bushaltestellen. Dann natürlich wieder drücken. Ja, Sightseeing-Busse gibt es auch in Eastbourne. Und auf der linken Seite haben wir hier das neue Einkaufszentrum, The Beacon. Ja, schön lichtdurchflutet, so war es nicht immer. Allerdings hat auch hier Corona und der Brexit eingeschlagen und viele Läden stehen hier mittlerweile schon wieder leer. Ja, nicht zuletzt auch wegen dem Brexit. Alles ist teurer geworden in Eastbourne. Nicht mehr so schön günstig, wie es vorher mal war. Aber ansprechend ist es. Haben sie gut umgesetzt hier, das Einkaufszentrum. Naja, und hier gehen wir auf die wirkliche Fußgängerzone. Man sieht ja auch hier so einen großen Stein, der hat noch eine bestimmte Bewandtnis. Ja, das ist das Crescent Cinema Center. Mittlerweile mit Bretter zugenagelt und hier bin ich auf der Suche nach einem Modellbahnladen und habe tatsächlich noch einen gefunden. Und da werde ich jetzt noch ein paar Fotos schießen. Ja, und da ist dann auch schon der Laden und hier sieht man eine typische N-Bahn-Anlage im englischen Maßstab 1 zu 150. Hier in restlichen Europa ist er 1 zu 160. Und hier die führende Marke ist Hornby zum Beispiel. Wird auch vertreten in Deutschland über DM Toys. Ja, selbst hier kriegt man englische ja, Busse, Gebäude und so weiter. Und das ist eine typische englische ja, Modelleisenbahn. Ja, man sieht die Häuser, viel Fachwerkstil, die alten Busse. Die sind zum Beispiel von Oxford, glaube ich, nennt sich die Firma. Auch Hornby und die deutsche Firma Arnold läuft mittlerweile über Hornby England. Ja, dann geht es dann weiter mit meinem Rundgang. Ja, Perückenladen, auch Antiquitäten kann man hier kaufen. Typischer englischer Stil hier. Ja, also jeden Morgen, jeden Abend alles nach vorne, nach hinten holen. Ja, das ist der typische englische Style hier. Und die Häuser sehen alle auch ziemlich gleich aus, viel mit den Erkern. Naja, und dann gehen wir auch schon rüber hier über die Hauptstraße.
geht es dann schon Richtung Pier. Ja, aber die Hauptstraße, ihr seht schon im Hintergrund viele, viele Palmen. Der Ärmelkanal, der bringt viel, viel warmes Klima mit. Und deswegen gedeihen die Palmen da auch so ganz gut. Dann geht es dann noch einmal über die Brücke. Und da sieht man auch schon im Hintergrund den Pier. Ja, super Fotomotive hier, die man hier hat. Und dann gibt es dann auch gleich mal noch eine Aufnahme von oben. So, und da hat man noch eine historische Aufnahme vom Pier. Man sieht hier die komplette Pier, hinten das Atlantis, jetzt links im Bild und rechts noch eine Spielhalle war da drin. Das war vor 2014, hier links im Bild war die noch vorhanden und die ist dann irgendwann abgebrannt im vierten Jahre 2014. Und ja, seitdem musste man drauf verzichten. Hat man auch nie wieder aufgebaut. Und ja, jetzt gehen wir nochmal Richtung Pier. Man sieht hier schön die Gärten. Auch jetzt, was haben wir jetzt? Oktober, Anfang Oktober. Blüht noch alles wunderbar. Sehr maritim alles hier. Das Klima ist immer wunderbar hier. Hier riecht es auch seltener als auf dem Festland. Und ja, da sieht man schon das Loch, wo diese Spielhalle früher drauf war. Zum Glück konnte es schnell gelöscht werden. Und es war ja ein Skandal damals. Ich weiß nicht, ob man das, ob man sich da noch drin erinnern kann. Da hat das Königshaus mal eben ganz spontan Geld geschickt, gespendet, damit man es wieder aufbauen kann. Oder war das erstmal ein riesen Aufstand, weil so viele Obdachlose in London, dafür ist kein Geld da, aber hierzu wollte man direkt Geld spenden für den Wiederaufbau. Ja, und dann sieht man schon hier so ein bisschen auf die Promenade von Eastbourne hier rechts. Und da hinten, da ist so ein Martello Tower, dieser Zylinder, da, genau da. Der ist zur Wehrbefestigung damals gewesen im Ersten Weltkrieg. Einer von 73 Stück, die die Südküste Englands ja, geschützt haben. Und hier gibt es einige Läden, Souvenirläden, Fish and Chips. Ja, Fisch mit Pommes ist das praktisch. Schöne dicke 15 mm Kantenbreite Pommes. Geschmackssache, aber der Fisch ist wirklich gut. Das ist hier der Kabeljau, der wird als Backfisch serviert. Ja, hier ist einiges drauf auf dem Pier. Man sieht schon auch die eine oder andere Eisdiele im Moment zu. Aber im Sommer ist hier richtig was los. Und da hinten, da ganz hinten im Hintergrund, da ist Hastings zu erkennen. Die erste Küstenstadt, die man sieht, wenn man von Dover losfährt und dann über Folkestone und dann irgendwann runter Richtung Süden wieder fährt, dann ist man Hastings die erste Stadt, die man so durchquert, die an der Küste liegt. Ja, man läuft sich hier schon ein Wolf und hier im Hintergrund, das ist das Atlantis, da ist eine Diskothek drin, mittlerweile hat sie auch eine goldene Kuppel und der Besitzer ist, glaube ich, ein Scheich oder ein Araber, keine Ahnung, der das mittlerweile unterhält und der hat auch einen goldenen Mercedes. Ich glaube, den werden wir gleich auch noch mal kurz eingeblendet sehen. Ja, und dann sehen wir auch noch mal kurz den Mercedes. Den habe ich mal fotografieren können. War absolut ein Schnappschuss. Habe ich mir richtig Glück gehabt, dass ich den da gesehen habe. Der ist tatsächlich Gold Metallic mit Perleffekt. Ja, und dann noch mal ein Blick auf die Küste. Im Hintergrund Beachy Head. Da kommen wir gleich auch noch hin. So, und das ist der hintere Bereich, wo auch damals der Bootsanleger war. Ja,
auch nochmal kleinere Läden, oben die Disco drin. Und hier gab es eine Seeverbindung zwischen Brighton, Eastbourne und Hastings. Und da ist der Bootsanleger. Man überlegt schon, ob man da nicht wieder mal eine Bootsverbindung herstellt. Einfach nur für die Touristen, dass man wieder nach Brighton kommt oder nach Hastings über den Seeweg. Ja, und hier wieder wunderschöne, ruhige See. Wie so oft. Aber wenn es mal stürmisch ist, dann ist es richtig windig. Ja, Kreuzfahrtschiffe sind da unterwegs. Ja, einfach schön hier in Eastbourne, absolut. Und da hinten ist ein Leuchtturm. Ja, der ist mit einer Hubschrauber-Landeplattform da drauf. Und den sieht man auch ganz gut vom Strand aus am Horizont. Und der ist gerade mal 3,5 Kilometer weit weg vom Strand. Weiter kann man nicht bis zum Horizont gucken. Ab da macht sich die Erdkrümmung bemerkbar. Wenn man oben auf BJ Head ist, dann sucht man den Turm vergeblich, weil der ist nämlich relativ nah vor der Küste zu sehen. Also mitten im Wasser, wenn man auf BJ Head ist. Da sieht man nochmal Hastings im Hintergrund. Mit den weißen Häusern da an der Promenade. Ja, und jetzt gehen wir mal wieder langsam mal zurück. Boah, halbe Stunde haben wir schon wieder Film verbraten hier. Aber da habt ihr mal so einen kleinen Einblick, wie es so in England aussieht. Der Baustil und so weiter. Ist alles sehr gemütlich. Der Engländer ist eigentlich sehr entspannt, gechillt und es macht echt Spaß hier zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man irgendwo aus einer Seitenstraße rauskommt, dauert nicht lange, dann wird man auch schon reingelassen, nicht so wie in Deutschland. Ja, und hier sind wir mittig vom Pier, links sind wir runtergelaufen, rechts gehen wir wieder hoch. Und natürlich wieder die Souvenirläden. Ja, BJ Head immer ein schönes Fotomotiv. Aber da werde ich noch einen eigenen Clip zu machen. Hier nochmal ein schönes Strandmotiv. Unten ist noch ein Souvenirkiosk. Und hier sind wir wieder am Eingang der Pier. Und das war's dann auch schon fast. Dann sehen wir uns dann nachher im nächsten Video wieder, wenn es dann nach BJ Head hochgeht. Ja, und zum Schluss nochmal ein paar Fotomotive von der schönen Pier.